Ja, alle Verehrten da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal, dem Ploschi. Heute möchte ich ja mit dem weitermachen, was ich in der letzten Folge aufgehört habe. Wir haben uns ja letztes Mal das Airbrushen angeguckt. Und da haben wir die Schiffsschrauben mit einer matschschwarzen Schicht gebrusht, um darauf heute aufbauen zu können. Und zwar geht es um die Frage, ich habe mir dieses Wachs besorgt von AK, AK ja, Farbenhersteller, und die haben hier so ein Wachs entwickelt in der Farbe Messing, was sehr, sehr gut auf Schiffsschrauben wirken soll, einfach auch von dem Glanzeffekt her, weil es ja manchmal schwierig ist, diesen Glanz mit Acrylfarbe herzustellen tatsächlich. Deswegen, ich möchte das heute ausprobieren. Der liebe Yannick aus der Schweiz, Rützli, nochmal zurück, oder, ich kann kein Schweizerdeutsch, es tut mir leid, aber ich denke immer, ich kann es. Und Yannick hat gesagt, auf dem Treffen in Duisburg, es ist okay, also von daher gut. Der hat sich das unter anderem gewünscht, dass ich das mal zeigen soll, mache ich selbstverständlich gerne. Wie gesagt, ich habe das noch nie probiert, das ist das erste Mal, wo ich diesen Wachs ausprobiere. Wir haben ja die drei Schiffsschrauben zum Testen. Ich werde es einfach mal versuchen, wie das wirkt. Ich weiß, die Schiffsschrauben sind nicht aus Messing gewesen. Ja, korrekt. Sie waren wahrscheinlich eher aus Bronze. Aber ja, Bronze und Messing, ja, da ist der Farbton jetzt nicht so der große Unterschied. Deswegen ja, ich versuche es mal in dem Messing. Ich hole euch ein bisschen dichter ran und dann gucken wir mal, wie das sich verhält. Also wie gesagt, der gute Perspektivwechsel. Und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite der Kamera wieder. Bis gleich. So, Freunde der Sonne, da sind wir wieder zurück. Der Perspektivwechsel hat wie immer in der gewünschten Qualität geklappt. Wir haben hier die Schiffsschrauben. Ich lege die mal zur Seite. Ich werde wahrscheinlich die vierblättrige Mittelschraube verhunzen in Anführungsstrichen, austesten als die dreiblättrige. Warum wir zwei mittlere Schiffsschrauben haben, das habe ich bereits in einem Video, was ich dem Markus zur Verfügung gestellt habe, bereits erwähnt. Darauf müsst ihr leider warten. Ich werde mal mit dem Markus sprechen, ob ich die Folge irgendwie schon vorweggreifen kann, um euch das zu erzählen, warum wir immer von einer dreiblättrigen oder vierblättrigen Mittelschiffsschraube sprechen. Wie gesagt, ich werde die vierblättrige nicht brauchen, deswegen kann ich die mit gutem Gewissens über den Jordan werfen. Mit anderen Worten, sie mit dem Wachs mal vermalen. Wie gesagt, oder wie ich jetzt sagen werde, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe dieses Wachs nur in einem Video gesehen und mache dementsprechend das nach, was ich in dem Video gesehen habe, weil das Ergebnis daraus sah sehr, sehr gut aus. Ich habe es selber noch nicht probiert. Wir gucken einfach mal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben von AK Interactive das True Metal Wachs in der Farbe Brass, also Messing. Wen es interessiert, Produktnummer AK460. Gut, wir nehmen dazu ein paar Q-Tips, also hier diese Ohrstäbchen, wie auch immer man die nennen mag. Ich mache einfach mal auf. Wir haben hier direkt eine schöne Farbplaste drin. Ich habe nur gesehen, man soll die hier mit so einem Wattestäbchen vorsichtig auftragen, gar nicht so viel, so annehmen. Wir machen da direkt zu, nicht, dass wir hier ja Verlust haben, und sollen dann hier die Schiffsschraube ganz vorsichtig mit dem Wachs beschmieren. Wie gesagt, ganz wenig. Also wie gesagt, ich hab gesehen, wie da war die Spitze nur bedeckt von dem Q-Tip hier, von dem Wattestäbchen. Ich weiß nicht, ob ihr die Marke Q-Tip nennt. Ja, nicht, dass das ja das Q-Tip gar kein Gattungsbegriff ist und ich mir jetzt hier anhören muss, kein Gattungsbegriff. Aber ja, mit dem Wattestäbchen ganz kleine Züge. Jetzt werden wir natürlich das Problem haben, was wir beim Airbrushen grundsätzlich nicht haben. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht,
man würde tendenziell diese Schlieren sehen, das, was man ja beim Airbrushen eigentlich vermeiden will, die würden wir hier natürlich sehen. Aber gut, ich sag mal so, im realen Leben, die Schiffsschrauben bestehen ja, werden ja gegossen und die werden ja auch bearbeitet. Also von daher, warum sollte das nicht so ausgesehen haben mit so kleinen Bearbeitungsschlieren? Aber wie ihr gesehen habt, ich habe relativ wenig Farbe genommen, also relativ wenig von dem Wachs und habe quasi jetzt schon die, ja, ich würde sagen, fast die ganze Schiffsschraube damit bemalt, ist das der richtige Ausdruck? Bewachst? Ich weiß nicht. Farbig koloriert, so einigen wir uns auf farbig koloriert. Also sehr, sehr ausgiebig, die Sache. Und ich finde, also jetzt mal ohne Quatsch, ich finde das schon geil. Also ist schon, ich meine, klar, wir müssen sowieso später bei den richtigen Schiffsschrauben aufpassen, weil ja hier das Innere, also quasi, so, jetzt kommt wieder der gute Zahnstocher zum Einsatz. Bei der Titanic war das nämlich so, dass hier dieser innere Teil der Schiffsschraube in dem Rumpf rot gewesen ist und nur diese Blätter der Schiffsschraube letztendlich in diesem Messing waren. Das heißt, wir werden das hier oder den inneren Teil der Schiffsschraube werden wir sowieso farbig brushen. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach mal probieren, wie das sich darlegt. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich finde es geil. Klar, man hat diesen, man sieht diese Schlieren, klar, vollkommen logisch. Aber ich finde diesen Effekt, den dieses Wachs verursacht, also diesen wirklich metallischen Look, sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, klar, man könnte wahrscheinlich, wenn man ein bisschen weniger Farbe auf dem Wattestäbchen macht oder nimmt, könnte man wahrscheinlich einen Großteil dieser Schlieren tatsächlich verhindern. Aber ohne Quatsch, das sieht geil aus. Das sieht super geil aus. Also klar, man könnte sie brushen. Ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand, dass man diese Schlieren nicht sehen würde. Aber diesen Effekt kriegt man halt nicht so geil hin. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Okay, die Hände, ja, die Finger sind auch voll. Man hätte dann doch lieber einen Handschuh nehmen sollen. Verdammt, ja gut. Fürs nächste Mal, für die richtigen Schiffsschrauben wissen wir es dann. Aber ich finde dieses Wachs wirklich sehr, sehr gut. Also gerade wenn es um Darstellen von Metall oder in dem Fall Messing. Hammermäßig, echt. Also jetzt ohne also wie gesagt, ihr kennt, ich sag's ja immer wieder, ich werde ja dafür nicht bezahlt, ich bin ja Kunde. Ich muss mir den ganzen Krempel ja sowieso beschaffen. Und dieses Wachs war auch verhältnismäßig gar nicht mal so günstig. Aber ich finde das schon, den Effekt finde ich schon mega gut. Also zum Beispiel für den Frank hier, meinen Moderator TK Modellbau, oder die Modellbauschmiede tatsächlich, so heißt er ja wirklich. Für den wäre das zum Beispiel interessant, mal angenommen, der würde den R2D2. Jetzt fange ich hier schon an, wie ja, die Leute, die von Star Wars keine Ahnung haben. Wenn ich rede natürlich vom C3PO, der hat ja auch so einen güldenen Look. Ich, ja, lieber Frank, wenn du weißt, was das für eine Farbe ist, dann schreib's mal. Nee, also auf jeden Fall dieses ja, das ist natürlich, oh, tollpatschig. Ja, ich habe jetzt alles getroffen, nur nicht die Schiffsschraube. Ja. Ja, ungeschnitten und unzensiert, so ist das. Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Wenn man zum Beispiel diesen C3PO machen würde, der an sich genommen so einen güldenen Look hat, beziehungsweise ja seine güldene Außenhaut, ich glaube, da würde dieses Wachs echt mega gut zu passen. Also wirklich, jetzt ohne Quatsch. Ich
heiße ja schon dieses Produkt mal wieder Tobi. Grüße an den Modellbau Tobi. Tobi! Der ist ja auch von Sachen immer so begeistert, die man selber voll scheiße findet, aber der kann halt echt gut verkaufen. Finde ich mega gut. Grüße an dich, Tobi. So. Ich glaube, grob, man erkennt es klar. Man müsste jetzt hier wahrscheinlich mit einem feineren Objekt in die Innenseite der Schiffsschraube reingehen. Haben wir Gott sei Dank bei dem Detailset nicht das Problem, weil die Schiffsschraube ja aus mehreren Teilen zusammengesetzt wird. Also wir kriegen hier dieses Innenleben und dann kleben wir von außen dann die Blätter dann darauf. Dementsprechend haben wir das Problem nicht. Aber ja, so würde es tendenziell aussehen. Und ich sag mal so, wenn man jetzt noch ein bisschen, wie der Modellbau Yannick mal gesagt hat, oder Modellbau bei Yannick, der kommt ja aus der Schweiz, und der ein oder andere hat es vielleicht gemerkt, ich finde diesen Schweizerdeutsch-Akzent so witzig. Und der Yannick hat mal gesagt, wenn man da so ein bisschen, ja, Alterungssachen drauf machen würde, dann würde man einen wunderschönen Alterungseffekt erzielen. Ja, sehe ich, fühle ich. Also würde sich hier auch anbieten. Ich zeig's mal in die Kamera. Also ich meine klar, man sieht diese Schlieren, ne? Muss man nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, wenn man da ein paar Schichten drüber macht und immer feiner wird, dann sieht das schon geil aus. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich werde das für die richtigen Schiffsschrauben vom Detailset auf jeden Fall mitverwenden. Ich versuche es euch nochmal hier schön in die Kamera zu halten. Ich meine, gleich habe ich nicht alle Details getroffen, ne? Klar, aber ich finde dieses Glänzen der Schiffsschraube unfassbar geil. Also auch wie sich das Licht so spiegelt, ne? Also je nachdem, in welchen Winkel man das hält, dass das so metallisch sich spiegelt. Finde ich mega gut. Also ich werde auf jeden Fall damit gehen. Yannick, Ploschi approved das Produkt. kannst du verwenden. Ich weiß doch nicht, wofür du es brauchst, aber kannst du verwenden. Ich finde es geil. Ja, und das ist eigentlich alles, was wir rausfinden wollten. Wie das so wirkt und auch die Technik, wie es angebracht wird, habe ich auch geprüft. Also mit dem Wattestäbchen ist das völlig ausreichend. Man kann es natürlich mit einem ganz feinen Pinsel machen, wenn man die ganzen Schlieren weglässt. Das werden wir auch beachten müssen, wenn wir dann die richtigen Schiffsschrauben machen. Aber ich finde es geil. Gut. Ja, Hände sind auch voll. Sehr gut. Dann machen wir wieder einen Perspektivwechsel, Freunde. Und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Heute tatsächlich mit einer ganz relativ kurzen Folge. Ich kann selbst nicht glauben. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für den einen oder anderen vielleicht als Farbgebungshinweis auf jeden Fall ganz interessant. Ich kann das auf jeden Fall, dieses Wachs super empfehlen. Ich finde den Effekt wunderbar. Schön glänzend, wie Messing tatsächlich aussieht. Klar, ne, man muss das immer mit Modellbauer-Augen sehen. Es ist kein Messing, ne? Der Markus hat das mal ganz treffend gesagt. Grüße an den Modellbauonkel. Nichts ist Realität, mehr an der Realität als die Realität selbst, ne? Wir werden kein Messing treffen können, aber dieses Wachs hat so einen super Schimmereffekt. Ich finde das unfassbar geil. Mit den anderen Schiffsschrauben auf den anderen Modellen, die glänzen halt nicht so. Auch weil, da habe ich es ja mit Messingfarbe gebrusht tatsächlich. Und da ist dieser Shiny-Effekt nicht so vorhanden. Deswegen, ich werde bei der neuen Titanic, jetzt bei der Trumpeter Titanic, die Schiffsschrauben, zumindest die Blätter, auf jeden Fall mit diesem Wachs versehen. Ja, das war es wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ihr dürft gerne kommentieren fleißig, wie immer. Ich finde, ihr kommentiert alles wunderbar. Also ich kann mich bis jetzt nicht beschweren.
ja, ich würde mich über einen Kommentar, über ein Däumchen freuen. Gerne auch ein Abonnement, falls ihr das noch nicht habt, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr von mir verpasst. Ja, wann das nächste Video von der Titanic rauskommt, kann ich euch aktuell nicht sagen. Ich habe ja für den Heckbereich nochmal Teile nachbestellt, aber die sind zum heutigen Tage, wo ich das Video aufnehme, noch nicht da. Und es ist schon eine Woche vergangen seit Bestellung, also mehr als eine Woche. Ich kann es euch nicht sagen. Wir gucken mal, wann die Teile kommen. Dann, wenn die Teile dann da sind, dann geht es auf jeden Fall auch mit der Titanic weiter. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Bis neulich und Allah nach Ecken da draußen. Macht es gut. Grüßt mir die Welt. Tschüss.